Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Verstehe. Gut, natürlich, ich würde mir auch mein Gehirn von ihm operieren lassen. Klar. Naja. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan, nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ja, du bist schon lässig. Wobei die Idee mit dem Wachs ist nett. Also war eine Anspielung auf Icarus und Daedalus. Nee, Daedalus und Icarus heißt es, glaube ich. Ist ja auch egal. Ne, mit dem, der so mit den selbstgebastelten Flügeln aus Wachs gegen Sonne fliegt und der fliegt zu nah dran und dann schmilzt das und dann stürzt er ab und ist tot. Sehr schöne Geschichte. Ja, weiter geht's. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Schön. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Auch eine schöne, ja, ein schönes Motto. Allerdings, wenn das jeder so machen würde, naja. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Ja, genau. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Das hat mich jetzt, was? Achso, er hat mich jetzt etwas verwirrt. Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche. Offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert.
Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Ich glaube, das ist so eine typische Situation, wo man sagt, too much. Much oder many information? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Ja, schöner Ratschlag. Toll. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Ja, da laufen auch hier in der Gegend einige rum. No offense. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ist klar. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das das Gleiche, oder? Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Okay, das ist das hier. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr selbst DIY. Und das hier. Ist das das Gleiche wieder? Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Ach du meine Güte, ja, es wird lustig. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ja. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Ach du meine Güte, das hört sich nach einem komplizierten Rätsel an. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Ist doch logisch. Was? Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Also wenn ich weiß, wann wir das irgendwie umsetzen können, müssen wir nochmal hier hingehen und uns die Sachen aufschreiben, sonst funktioniert das alles nicht. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen... Schrauben. 2 Speichen. Klemmen. So einfach. Mhm. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ja, aber ich denke mal nichts zum Thema Frauen. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist. Senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Schön. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Okay, machen wir. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla.
Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Okay, also, ich vermute mal, dass es so ähnlich ist wie mit dem Putzen. Dass wir den Spiegel sauber kriegen müssen und dafür brauchen wir dann, keine Ahnung, Alkohol. Auf einem Tuch oder so, das haben wir noch nicht. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Ja. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Schade eigentlich. Aber wir haben ja jetzt einen avialen Stromumkehrer. Dann können wir ja jetzt hier am Mainbike arbeiten. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Müssen wir nur mit dem Schrotthaufen suchen, vermute ich mal, wa? Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Ach, wir haben die Tipps auch hier. Super Sache. Also wir haben einen konischen Korpus, einen sphärischen Korpus und einen kubischen Korpus. Außerdem eine farbenen Flansch, einen kobaltfarbenen Flansch und einen smaragdfarbenen Flansch. Eine Klemmmuffe, eine Schraubmuffe, eine Steckmuffe, ein Ritzel mit 2 Speichen, 3 Speichen und 4 Speichen. Verstehe. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Also die Klemmmuffe kann nicht an den kubischen Korpus. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Also, der kommt hier dran. Und das hier ist schon mal scheinbar nicht der aviale Stromumkehrer, weil der sagt, das ist keiner. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Schraubmuffe an sphärisch, hat er gesagt, glaube ich, ne?